Es ist Tag 35 in der tristen Einöde, die wir einst geerbt haben. Wir sind stark verschuldet, naja, so stark gar nicht, 1 Million. Und werden wohl demnächst bankrott gehen, wenn dieses Ding nicht funktioniert. Wir werden alles tun, um es nochmal aufleben zu lassen. Inklusive wahrscheinlich einer neuen Straßenanbindung hier unten hin. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Wir lassen mal die Zeit weiterlaufen. Hier sehen wir, wie unsere Bauarbeiter endlich das Gebäude irgendwann vervollständigen werden. Fleißig wie die Bienen bauen sie unsere Parkplätze, dass auch wir einst... Oh. Wo lauft ihr denn hin? Lauft doch nicht fort von mir! Was macht ihr? Wieso habt ihr Feierabend? Na gut, okay, wir werden auf die Uhr gucken. 16 Uhr, ne? Bis 16 Uhr mussten, glaube ich, arbeiten. Das ist ganz okay. Ah, da sind wieder neue. Und was mir gerade aufgefallen ist, wir müssen hier eine Tür bauen, sonst müssen die ja ganz außen rumlaufen, um später unseren Supermarkt beliefern zu können. Hier oben können wir auch nochmal Türen hinbauen. Wir machen ja heute richtig Kohle. Da, guck mal, da kommt die nächste Schicht. Das ist gut. Oh, so viel zum Thema, wir machen richtig Kohle. Ja. Aber das macht ja nichts. Wir haben's ja. Also im Prinzip können wir hier noch mal. Ja, nee. Wir brauchen einen Platz. Ich weiß leider nicht mehr, was wir uns an Platz ausgerechnet haben. Wie viel Platz haben wir? Wir haben so 47 mal 80 Platz. Logistik ist abgeschlossen. Haben wir noch hier unten irgendwas? Nee, das neue Straßennetz wollte ich weiter erforschen. Dass wir mehr Leute zu uns locken können. Am besten erforsche ich Straßennetz komplett, mach alles auf. Dann kriegen wir nochmal so einen richtigen Kundenboost. Demnächst kriegen wir nochmal einen richtigen Kundenboost. Ist es nicht entspannt, wie andere Leute für uns arbeiten? Warte ich mal hier weg dann. Los, deiner Hatfield! Viele kennen nur ihren Bruder, der Sänger ist und anders geschrieben wird. Er hat nämlich einen männlichen Vornamen. Aber wir verraten hier niemanden. Verteidige ich überhaupt? Ne, der wird mit EA geschrieben, ne? Keine Ahnung. Schöne Musik. Oh, Workers, it's voting on a... Ach, du Elf! 11 Dollar. Wirklich. Lass es geschehen. Gib den 11 Dollar. Ah, stand da nicht das letzte Mal 37 oder so? Ja, 37 steht da doch. Ach, alles gut. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Und die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Aber 11 Dollar können die doch ruhig bekommen, oder? Um 11 Dollar oder auf 11 Dollar? Automatisches Gehalt 14 Dollar, ja gut, okay, aber keine 37 Dollar auf jeden Fall. Ach ja. Oh, wie schön ist Panama. Oh, wir sind hier oben fertig mit Bauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann können wir uns noch, solange der 10-Tages-Durchschnitt noch so hoch ist, nochmal Geld aufnehmen.
viel? 290.000 Dollar? Ach, das reicht doch hinten und vorne nicht. Gut, dann müssen wir mal ein bisschen was abspecken. Vielleicht hätten wir nicht so großspurig bauen sollen. Ja, vielleicht hätten wir nicht so großspurig bauen sollen. Haha, natürlich müssen wir so großspurig bauen. Wer, wenn nicht wir, baut großspurig? Zuliefererstreik. Okay. Statt in 0 Tagen und 8 Stunden. Das heißt, wir bekommen eine ganze Zeit lang keine Ware. Konnten wir nicht verwalten? Lager, gewünschte Lager belegen. Gerade mal 100% einstellen. Soll hier das Lager gerade mal echt richtig vollhauen, wenn die bald anfangen zu streiken. Jetzt die Frage, auf sowas bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Hätte man das größer bauen können sollen? Ach, wir wollten auch die Lagerlogistik. Haben wir das? Ja, ist ja egal. Wir warten jetzt noch einen Tag, dass wir genug Geld haben, um hier unten, wie gesagt, die Straße und diese dann auch zu eröffnen. Ist die Frage, sollen wir die zweite auch direkt mit eröffnen? Aber haben wir dann genug Geld? Warten wir halt 2 Tage. Ist ja auch nicht schlimm. Ich bin nicht im Stress. Seid ihr im Stress? Null? Gut, dann wird das so gemacht, wie ich das sage. Hahaha. Okay, hier ist gerade der Streik anscheinend zu Gange. Und wir haben Ware. Und alle unsere Geschäfte laufen mit einer 80%igen Gewinnspanne. Ach, da blutet das Händlerherz, du. Nein, es lacht. Warum hatten wir denn hier zwischendurch so einen Einbruch bei Wehmeyer? Hallo, warum haben wir denn hier so wenig Geld verdient? Wieso haben wir hier. Ach, das war Valentinstag oder was, ne? Demnächst beginnt aber die Schule. In der Sprawlmart. Ja, gut, okay, der kriegt nichts mit. Aber hier läuft ja alles weiter wie gewohnt. Viele Kassen hier oben. Ah, das wird ein gutes Ding. Das wird ein gutes Ding. Was habe ich hier an Papierarbeit gemacht? 48 Ständer brauchen wir hinterher. 104 Tische. 32 Paletten. 128. Sind das 19 TK-Truhen oder 11? Was habe ich denn da aufgeschrieben? Gut, dass ich lesen kann. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen was. Genau, hier können wir irgendein Tiefkühlzeug. Was machen wir hier? Frischen Fisch. Machen wir hier Tiefkühlgemüse. Und hier Tiefkühlpizzen. Bier, Säfte, Milchprodukte, Milch, Milchprodukte. Machen wir hier auf die Ecke nochmal. Ne, statt einmal Milch. Ach, da haben wir in jeder Ecke. Statt einmal Milchprodukte machen wir noch Eiscreme. Dann können wir hier. Haben wir hier irgendwas doppelt belegt? Toilettenpapier, Windeln, Binden. Geschirr, Kochutensilien, Bettlaken, Glühbirnen, Autowerkzeuge, Bauspiel. Brettspiel. Ach, wir haben hier gar nichts mehr. Hier haben wir auch alles einzeln belegt. Ja. Ja, traumhaft. Hexenzuppi, wa? Oh, es wird natürlich. Ach ja, wir haben ja im Schnitt weniger pro Tag Gewinn. Das heißt, auch unser geliehener Betrag wird weniger. Aber wir brauchen locker 60, 70, 80.000 Dollar plus. Wenn nicht sogar mehr. Das Straßennetz sind wir gerade am Erforschen. Wir können auch mal gleich ein bisschen was weiter hier in die Finanzen reingehen. Demnächst ist Schulanfang. Das ist ganz gut, da brauchen wir mehr Schulmaterial, Laptops, Hosen, T-Shirts und Kleider. Ach, natürlich, die Kinder müssen ja auch schön aussehen. Ja, ich habe nicht daran gedacht, dass man ja auch Kinder bekleiden kann. So, und was wir danach machen werden, nach Straßennetz. Moment, Straßennetz ist gleich fertig. Forschungsmenü, Straßennetz. Oh Gott, 192 Stunden.
Zum Glück arbeiten die hier 23 Stunden am Tag. So, die Bauarbeiter sitzen da unten und gucken in ihre Handys. Ja, seitdem einschlägige Seiten auch auf Handys verfügbar sind, werden die Monitore wieder größer von den Handys, ne? Und hier, ihr sitzt da wieder und tut nichts. Du arbeitest ja tatsächlich. Geil, haben wir da einen mit dem Iro gerade gehabt? Und der bei uns beschäftigt ist? Der ist anscheinend gerade gestorben unterwegs. Oh, Leute, ist euch mal aufgefallen, wie viel Verkehr hier ist? Wir haben nachts um 12 Uhr. Ach, warte, wir können das Lager wieder runter. Verwalten, Lager, 69%, ne? 60%, zwei Drittel voll. Ja, ihr wünscht euch ein Lebensmittelgeschäft, kriegt ihr ja demnächst. Ein Spirituosengeschäft kriegt ihr nicht. Mit Schnaps könnt ihr nämlich nichts anfangen, alles, Leute. Da haben wir hier unseren... Ach, wir können schon mal zuweisen. Wir weisen hierzu ein großes Lager. Und wir weisen hierzu ein Geschäft. So. Wie soll denn unser Super-Duper-Riesenmarkt heißen? 69. Wie soll denn so ja, wie soll er denn heißen? Lager verbinden? Der soll nicht Lager verbinden heißen. Dauer festlegen, 24 Stunden. Ich weiß es. Super Duper Riesenmarkt. Also soll ja keiner sagen, dass wir hier einfach nichts machen. Ist ja nicht so, als hätten wir in diesem Video überhaupt irgendwas gemacht. Was wir machen können, ist... Abreißen ist, glaube ich, umsonst, ne? 1, 2... Hier kommt ein Ausgang. 2, 4, 6, 8. Dann können wir hier nämlich gleich mit den Paletten anfangen. Hier machen wir einen. Nee. Warte, dann geht das hier mit den Paletten. Dann geht das hier weiter. Dann hier, dann wir hier frei, zwei frei. Perfekt. So, dann können wir hier, hinten sollte nochmal ein Wartungszentrum hin. Die Wartungszentren auch benennen? Ja. Housekeeping. Das wird also wirklich primär Housekeeping und das hier unten werden die Bauarbeiter. Das wird die Baubude. Baubude. Transferiere. Kann man auch transferiere alle Mitarbeiter? Nein. Ich will die ja nicht alle. Ah, wir können ja alle transferieren von hier nach da, reißen das Ding ab und machen was Cooles. Also, nicht was Cooles, aber ihr wisst, was ich meine. Machen was Coolereres. So, zu 24% sind wir hier schon. So. Das kostet 40.000. Das kostet 20.000, dann wird das hier 60 oder 80. 80.000 wahrscheinlich kosten, ne? Ja, die wollen ein Restaurant. Das flubbert da unten auf. Das weiß ich auch. Aber wir müssen jetzt gerade mal besonnen agieren. 250.000. Wenn unsere Schulden auf unter 200.000, dann haben wir 50.000. Dann können wir hier uns zumindest die Einrichtung und können hier die Straße öffnen. Ach Gott. Ich habe dieses Gefühl... Wir hauen das Ding voll vor die Wand gerade. Ich haue das Ding voll vor die Wand. Dieses Gefühl habe ich. Ja. Sollen wir es jetzt vor die Wand hauen oder nicht? Also ich hätte auf jeden Fall gerne $100.000 übrig, wenn ich den Kredit aufnehme.
Wir haben hier 250.000, also aktuell. Ah, wir haben viel zu wenig Geld. Ich will Geld. Was ist denn hier oben schon wieder? Müllabfuhrstreik. 24 Stunden lang. Keine Müllabfuhr. Das heißt, wir brauchen hier hinten. Machen wir ein Müllabfuhrding und Lieferdinger. Ja. Okay, wir brauchen um die 100.000 Dollar, habe ich gesagt, ne? Wir gucken mal, wie es aussieht. Hier 240, 250. Wir haben nur 50.000 Dollar. Wir warten jetzt noch bis Tag 43. Es muss ja auch mal weitergehen hier, ne? Also wir können jetzt nicht eine Folge lang nur rumgammeln. Gucken, was die Leute hier bei Bijou Brigitte machen. Was wir machen können, ist hier nach die Security, dann können wir so eine Security Lane machen. Es gab doch so, was ist denn? Diebstahldetektoren. Benötigt Projektsicherheit 1. Aber dann brauchen wir auch bestimmt eine Security. Gibt es bei Zuweisen, Bowlingbahn, Büro, Sicherheitszentrale? Hier werden wir hier kein Housekeeping, sondern Sicherheitszentrale. Nee, wir brauchen aber ein Housekeeping. Aber wir können hier unten, können wir eine Sicherheitszentrale. Wir könnten hier unten auch ein Klo dran bauen. Und hier draus machen wir dann so einen riesen McDonald's. Also. So. Haben wir denn nicht bald so 50.000 Einkäufe, 200 Kunden vor Ort? So. Also, wie gesagt, hier nach, wir nageln das Ding jetzt hier runter. Bauen das hier, bauen wir eine Sicherheitszentrale. Ich würde auch gerne eine Straße direkt hier runter, dass wir öffnen können da unten. Schnellstmöglich. Aber dafür müsste ich wissen, wie teuer das ist. Och, Leute. Leute, Leute, Leute. Was mache ich nur? Wir brauchen doch das Geld. Bevorstehende Abstimmung. Auf 73 Dollar die Stunde. Haben diese noch alle? Stimmt, in 12 Tagen, Tag 30. Aber ich glaube, das ist einfach noch ein bisschen was buggy. So. So, Finanzen. So. Ah, das Geld stabilisiert sich. Wenn wir noch einen Tag warten. Oh Gott, ich bin schlimm. Ich bin wie eine Mama, ne? Nein, wir warten jetzt noch einen Tag. Oder zwei. Dann gibt's erst Eis. Es bilden sich Schlangen. Bei Wehmeyer an der Kasse bilden sich Schlangen. Dann werden wir das doch jetzt ändern. Wir werden noch einen Kassierer einstellen. Der muss ja auch für morgens, ne? Machen wir den so. Stellen wir noch einen ein und machen den so. Ist das nicht schön? Und ja, ihr habt Hunger. So, noch 12 Stunden, dann wird Geld aufgenommen, dann wird auch wieder gebaut. Also, das ist. Diese Folge ist wahrscheinlich die nutzloseste Folge, die ihr euch bis jetzt je angesehen habt. Verpasste Verkaufsglück. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Verwalten. Super duper Riesenmarkt. Spawnmarkt. 1, 2, 3, 4, 5. So, wo sind sie? Kassierer. So. Ah, hier sind die, die ich gerade eingestellt habe. 1, 2, 3, 4. 5. Ich glaube, wir müssen die Öffnungszeiten hier auf 0. Dann starten die automatisch um 0 Uhr. Ja, und du brauchst eine Toilette. Was ist denn heute hier los? Ach, das ist Schulanfang. Endet in 4 Minuten. Deswegen. Ach, Leute, ich habe nicht aufgepasst. Mal wieder. Boah, 34, 35.000.
Zack. So. Finanzen. $300.000 aufnehmen. Darlehen aufnehmen. Das erste, was wir machen, hier unten entsperren. Ach, scheiße. Wir hätten auch hier. So. Ich glaube, so läuft es. So, dann bauen wir. Wir können mal ganz langsam schon mal loslegen, dass wir da unten die Straße nicht bauen können. Und jetzt habe ich gesagt, wir fangen an mit Paletten. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Dann machen wir dahinter Kleiderständer. So. Huch. 1, 2, 3. 4, 5, 6, das sieht scheiße aus. 6. Tische. Ach, ich weiß, warum es scheiße aussieht. Nee, bauen. Weg damit, weg damit, weg, weg, weg damit, weg damit, weg damit. Ich muss den Tisch abwählen. Aus meiner Hand. Zack, zack. Na, kann man das jetzt? Ja. Gut, dass sie da unten die Straße bauen. Ich habe mich noch nie so gefreut, dass sie primär Straßen bauen, ne? So, jetzt aber. Nee. Sieht auch kacke aus. Paletten weg damit. Weg damit. Weg damit. So, wir fangen hier unten an. So, jetzt Kleidungsständer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Kleiderständer und Paletten kann ich hier abhaken. Paletten abgehakt. Kleiderständer. Tische 13. 1. 2. Die hier bleiben extra stehen. Darauf können wir Pflanzen machen. Ach, schau mal. 3. 4. 6, 7, sollte nicht irgendwann in die Kassen kommen? Boah, ist das Ding groß! 8, 9, 10, warte, wir machen mal gerade, wir bauen mal gerade hier nochmal so eine Kasse hinter. So. Wir könnten nochmal, das lassen wir jetzt aber erstmal nur so stehen, das können wir hinterher abreißen. Einfach nur, um zu gucken, wie weit wir gehen können. Jetzt habe ich nicht 2, 4, 5, 10. 1, 2, 3. 11. 12. 13 Tische. Habe ich auch. Ständer weg. Tische weg. Paletten weg. Dann machen wir Regale dahin. Das ist Lebensmittelregal. Lebensmittelregale haben wir 16 gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, machen wir die Kassen hier weg. Die kosten Geld. Ich habe Angst um unser Geld. So, das sind jetzt 2, 4 sind 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, obwohl nicht, machen wir hier, dann machen wir die normalen Regalbleche. 15 und 16. So, die haben wir nämlich dann auch. Tiefkühltruhen habe ich gesagt, 11 oder 19? 11 habe ich gesagt. Okay. Und jetzt Regale. 40 Dinger Regale. 1, 2. Ja, das passt hier nicht. Okay, das ist gut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wir müssen dann nochmal 29 hin. Das sind jetzt aber Vierer rein, das heißt 5 Vierer rein, 6, 7 Vierer rein. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Füllen wir jetzt alles? Ach, ist es wirklich schon so spät? Wir füllen das jetzt noch eben. Und dann machen wir eine kurze machen wir Spielstopp, machen wir eine kurze Pause. Und dann geht es gleich auch schon weiter mit der nächsten Folge. Aber erstmal mit der nächsten Folge. Ja. So. Machen wir eben Stopp. Gucken wir das Ganze mal an, was wir hier gebaut haben. Hier unten haben wir nämlich was vergessen. Haben wir das mit Absicht vergessen? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 28. Jo. 2, 4, 6, 12 plus 28. So. Okay. Hier machen wir Stopp. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Laden wahrscheinlich schon eröffnen werden. Und ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Tag und habt viel Spaß bei allem, was ihr tut. Auf Wiedersehen.